Hallo und Gesang zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Grand Ages Medieval und auf das Let's Play freue ich mich jetzt schon sehr, sehr lange, weil auch vor längerer Zeit, dürfte doch ein paar Monate schon her sein, habe ich die Beta-Version zu Grand Ages Medieval gespielt, eine recht frühe Beta. Da habe ich die Kampagne fast durchgespielt, allerdings es ist lang genug her, ich erinnere mich an nicht mehr allzu viel und es hat sich auch viel getan, seit ich das letzte Mal gespielt habe, dass ich durchaus als gerechtfertigt sehe, dass man das Ganze jetzt als Let's Play nochmal zusammenspielen, also die Kampagne in dem Falle. Und eine Checkliste zu Grand Ages Medieval wird es auch geben, allerdings erst zum Release, der ist noch ein bisschen hin. 25. September kommt das Ganze raus, also in gut einem Monat. Und entsprechend haben wir natürlich hier eine Press-Preview-Version, sollte ich dazu sagen, ist unter Umständen nicht alles ganz final, was wir hier sehen. Trotzdem dürfen wir so spielen und da freue ich mich natürlich, weil wo ich es das erste Mal gespielt habe, hat es mir schon richtig Spaß gemacht und ja, jetzt nochmal das Ganze in Ruhe, ohne dass ich es testen und zerlegen muss, ist natürlich ganz, ganz angenehm. Auch die Story mal ein bisschen genießen, die habe ich eher übersprungen beim letzten Mal, um einfach auch nicht zu sehr gespoilert zu sein, wenn ich dann das Ganze mal zusammen mit euch eben spiele. Um was geht's? Naja, vielleicht der ein oder andere, wenn wir dann im Spiel sind, wird es erkennen. Hier gibt es durchaus eine Menge Anleihen bei Spielen wie Patrizia oder Port Royal bzw. Rise of Venice. Nicht zuletzt auch, weil das Ganze hier in Europa spielt, allerdings wesentlich früher. Um 1050 geht es hier los und naja, Handeln, Kämpfen, Diplomatie, alles Mögliche ist im Spiel. Manche sagen auch Anleihen aus Civilization oder Europa Universalis sind hier zu finden. Sag ich mal ja, wenn auch im angenehm geringen Umfang, weil Grand Ages Medieval ist angenehm einfach zu spielen. Also muss man sich nicht ganz so schlimm und lang einarbeiten wie in die Europa Universalis Serie oder ähnliches. Also von mir aus gesehen durchaus ein Vorteil, vor allem fürs Let's Play, weil ich kann mich da direkt reinstürzen und ja, die Geschichte eben und die Aufgaben zusammen mit euch da ein bisschen genießen. Also würde ich sagen, direkt neues Spiel, alle anderen Sachen, Optionen, Multiplayer und so weiter und so fort, dann später in der Checkliste. Und wie gesagt, 1050 geht's los in der Region um Konstantinopel und unser Charakter, der Leon Vasselios, ist hier natürlich vorgegeben von der Geschichte, nicht vorgegeben das Wappen, das habe ich mir schon vorab zusammengeklickt, dass man ein bisschen Zeit sparen beim Aussuchen. Schönes Grün-Schwarz, das dürfte durchaus zu mir passen, würde ich sagen. Eine kleine Einführung haben wir auch, die Grundlagen der Bedienung, die werden wir ausnahmsweise mal durchmachen, auch wenn ich die Grundlagen der Bedienung natürlich schon intus habe, aber nachdem hier verlangt wird, dass man da mal ein bisschen zoomen, kann ich mal reinzoomen, weil das mache ich eh viel zu selten, machen wir es lieber gleich am Anfang vom Let's Play, um auch hier zu zeigen, ist wirklich schön detailliert gemacht das Ganze und stufenlos rauszoomen kann man auch und sieht hier, die Karte ist wirklich, wirklich riesig. Gibt sehr, sehr viel hier zu entdecken. Ja, drehen kann man das Ganze natürlich auch, wenn es das Tutorial schon will, machen wir das mal flott. Oder spulen einfach weiter vor und schauen uns das nächste an, nämlich Militär. Das gibt es auch in dem Spiel, im Gegensatz zu manch anderen Handelssimulationen. Kann man hier auch militärisch agieren oder muss man militärisch agieren. Und die Speer in dem Fall braucht man sowieso, weil ihr habt es gesehen, die Karte muss erst aufgedeckt werden. Also schickt man sie mal, wie das Tutorial auch will, nach Budapest. Liegt in der Nähe. Liegt in der Nähe, sagen sie. Naja, dauert doch eine Zeit lang dahin zu kommen. Verfolgen wir sie mal ein bisschen. Da ist eine Straße nach Budapest. Die wird uns gleich mal auch nützlich sein, wenn wir mit Budapest handeln wollen. Sobald wir hier in Reichweite sind von Budapest, können wir mit denen auch interagieren. Diplomatie, wie gesagt, ist ja auch im Spiel. Nicht allzu komplex zum Glück, aber durchaus ja, muss man da einiges an Ressourcen investieren. In dem Fall Budapest will von uns mal im Moment noch gar nichts wissen. Dass ihr hier vorbeischauen würdet. Ja, wie auch an der Stimmung der werten Dame ein bisschen abzulesen, aber wir sollen ein Handelsabkommen hier unterzeichnen und entsprechend müssen wir denen was anbieten. Also wir fordern ein Handelsabkommen und wir bieten, zumindest das Tutorial schlägt es mal vor, 5100 Gold. Dann machen wir das mal. Nicht schlecht, euer Angebot.
Und sie hat es angenommen. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da zu schlecht bietet, dann freut sie das natürlich gar nicht, leidet der Ruf drunter, beziehungsweise muss man auch eine Zeit lang warten, bis man das wieder unterbreiten kann. Aber das haben wir mal geschafft. Mit Budapest dürfen wir handeln. Dann schnappen wir uns mal unseren Händler und schicken den entsprechend nach Budapest. Na Moment, wir müssen vorher was anderes machen. Zumindest das Tutorial sagt uns das. Mal in die Stadt schauen. Und ja, wenn wir schon in der Stadt sind und das Tutorial da oben so schön alle Tabs blinken lässt, schauen wir uns mal ein bisschen um. Das ist eine Übersicht über hauptsächlich mal unsere Betriebe hier in der Mitte zu sehen. Wir haben Holzfäller, Ziegelei, Getreidehof und Fruchthof in der Stadt, beziehungsweise Fruchthöfe, Getreidehöfe und Ziegeleien, weil hier sieht man es jeweils zwei Stück von den Betrieben und zurzeit 800 Einwohner, davon 200 Arbeiter, 27 freie Arbeitskräfte, also wir könnten weitere Betriebe errichten und es kommen auch laufend neue Arbeitskräfte hinzu. 5 Karren haben wir auch in der Stadt und plus 10 Soldaten kommen da dazu im Versorgungsradius, also wenn wir da Truppen aufstocken wollen, kann man das auch entsprechend machen. Zusätzlich ein Gasthof, eine große Burganlage, die haben wir schon gesehen, beim Reinzoomen. Und der Gasthof ist vor allem deswegen wichtig, weil wir hier einen Händler haben wollen oder einen neuen Händler kaufen möchten. Produziert wird entsprechend der Betriebe auch einiges zurzeit. Da unten sehen wir es, plus 6 Holz, plus 12 Ziegel, 4 Getreide und 8 Obst oder Früchte kommen da pro Woche, ist das glaube ich dazu, genau, und kostet uns natürlich auch einiges. Wir müssen ja die Löhne zahlen für unsere Arbeiter, entsprechend hoffen wir, dass wir die Waren hier auch gut verkaufen können. Produktionspreis sieht man da, der sich eben berechnet unter anderem aus den Löhnen. Und wir haben auch einiges hier auf Lager, beziehungsweise könnten gleich dem Händler was verpassen. Da werden wir mal kurz warten. Schauen wir uns die anderen Tabs vorher noch an. Der Verbrauch, auch ganz wichtig und interessant anzuschauen. Wir haben aktuell eine Überproduktion an den Dingen, die wir eben selber produzieren. Holz, Ziegel, Getreide und Früchte. 16 würden wir hier jeweils verbrauchen, beziehungsweise 8 Holz pro Woche. Also bleibt uns da ein Überschuss, den wir loswerden. Allerdings, die ganzen anderen Waren produzieren wir nicht selber, die fehlen uns und die könnte man entsprechend woanders kaufen und in die Stadt bringen und hier hoffentlich mit Gewinn verkaufen. Ja, alle Städte ist dann nochmal ein Überblick in Summe. Im Moment haben wir allerdings nur eine Stadt, also vielleicht nicht ganz so interessant hier reinzuschauen, wobei wir da auch sehen, ja, wie viele Betriebe hat man in Summe, wie viel Bestand hat man in Summe. Und ja, da sollte man doch ab und zu reinschauen, wenn man so ein bisschen die Balance halten will zwischen den ganzen Städten und wenn man da irgendwann mal ein Handelsnetz aufbauen, dass man nicht zu viel überproduzieren bzw. nicht irgendwo größere Lücken haben, ist das eine schöne Übersicht. Ja, apropos Handel, das Tutorial möchte, dass man handeln, oder? Nein, es will noch was anderes. Ah, ja, nochmal dasselbe, mehr oder weniger, Informationen über die ganzen Tabs. So, jetzt aber soll man handeln und zwar 50 Ziegel hier dem Händler aufladen, 100 Laderaum hätten wir, also geht sich gut aus. Und was bedeuten hier die grünen Fässer? Das könnte man vielleicht noch kurz anmerken. Umso mehr grüne Fässer, umso günstiger ist es hier zu kaufen in der Stadt, weil einfach ein Überschuss da ist und umso weniger, umso teurer ist es, beziehungsweise herrscht dann ein Mangel. Also würden wir jetzt hier alle Ziegel mitnehmen, hätte die Stadt direkt den Mangel. Zum Glück müssen wir laut Tutorial nur 50 mitnehmen, also ist noch ein bisschen da, aber der Preis wird einfach immer teurer, also Angebot, Nachfrage. Ich glaube, das System kennt man ganz gut und tendenziell natürlich die Waren, die man produziert in der Stadt, von denen hat man den Überschuss und die gibt es eben günstig zu kaufen. Gut, dann schickt man ihn in dem Falle nach Budapest, um das Ganze dort zu verkaufen. In Budapest nämlich haben wir keine Ziegelei, oder Budapest hat keine Ziegelei. Das heißt, die Waren werden wir da ganz gut los. Der ist nicht allzu schnell unterwegs, wenn wir vielleicht mal per Leertaste beschleunigen das Ganze. Was ist hier? Ah, das waren glaube ich nur Zugvögel. Haben schon gedacht, ich habe da irgendwas entdeckt hier auf der Karte. Ab und zu entdeckt man nämlich auch Dinge, Waren oder ähnliches, die man dann mitnehmen kann. So, da sind wir angelangt und ja, wollen das Ganze jetzt eben verkaufen. Wir sehen auch, Budapest hat definitiv Mangel an diversen Dingen.
Hungersnot, Rohstoffe fehlen, Arbeiter fehlen, alles Mögliche. Die haben auch eine Menge Betriebe, sind zum Teil sogar beim Ausbauen aktuell. Das heißt, ja, Ziegel können sie mehr als gut gebrauchen, das sieht man es eben. Hier ist gar nichts vorhanden, Bestand null, also können wir da entsprechend wirklich mit Gewinn verkaufen. 42 hat es uns gekostet im Schnitt. Und in dem Fall naja, haben wir dann plus 3.400. Hat sich also richtig gelohnt, hier Ziegel hinzuliefern. Und hoffentlich kann die Stadt jetzt auch ein bisschen besser bauen. Beliebtheit haben wir auch dazu gewonnen, plus 5% in dem Fall. Wenn man Waren verkauft, da wo hier Mangel herrscht, bekommt man Beliebtheit dazu. Wenn man im Gegensatz natürlich die Stadt leer kauft, kann die Beliebtheit ein bisschen drunter leiden. So, Geschwindigkeit haben wir schon gelernt, geht aber nicht nur schneller, sondern auch langsamer, wie das Tutorial uns gerade sagt. Und naja, wenn man die Truppen bzw. Händler mal nicht wiederfindet, kann man hier auf die Buttons klicken. Dann fokussiert man auf den nächsten Händler bzw. auf die nächste Truppe, die hier nichts zu tun hat. Und das war's dann vorerst mit den Tipps. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns mal die Geschichte ein bisschen an. Das 11. Jahrhundert. Ganz Europa ist in Bewegung. Mutige Fürsten erlangen neue Unabhängigkeit von Kirchen und Königen. Um Klöster und Bischofssitze entstehen immer mächtigere Städte. Das Erblühen von Handwerk und Handel bringt größere Märkte und neue Erfindungen hervor. Mehr und mehr Menschen lernen lesen und schreiben. Und die Klosterschulen legen den Grundstein für eine lange Tradition der Wissenschaften. Doch es ist auch eine Zeit der Eroberungen. Über die iberische Halbinsel drängen die Mauren bis an die Pyrenäen. Im Herzen des Kontinents trennt der Rhein die zerstrittenen Nachfahren Karls des Großen und in den östlichen Ebenen entstehen aus den alten Reitervölkern die neuen Reiche der Polen, Ungarn und der Kiewer Rus. Die Gebiete der Wikinger haben sich bis an die Wolga ausgedehnt. Ihre Nachfahren, die Normannen, haben Ländereien in Frankreich, Britannien und auf der italienischen Halbinsel erobert und zwingen Rom ihre Bedingungen auf. Im Osten thront Konstantinopel, stolze Erbin der Griechen und Römer, Zentrum der orthodoxen Kirche, ewige Brücke zwischen Abendland und Orient. Schon seit Generationen trotzen die Byzantiner von hier aus bulgarischen Rebellen im Westen und den Seldschuken im Osten. Auch die Normannen haben sie zurückschlagen können. Jedenfalls bisher. Die Landbevölkerung sehnt sich nach der Sicherheit, die Städte bieten können. Doch diese müssen sich auch vor der Gier fremder Herrscher und plündernder Söldnerhorden schützen. Es genügt nicht nur für Schutz und Arbeit zu sorgen. Ein Fürst kann seine wirtschaftliche und militärische Stellung nur festigen, wenn er weitere Städte gründet und neue Handelsstraßen errichtet und auf diese Weise sein Herrschaftsgebiet vergrößert. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, beginnt in Byzanz. Zu dieser Zeit umfasst das Reich alle Ländereien zwischen dem Balkan und den Quellen des Euphrats. Aufstrebende Fürstentümer, zumeist ehrgeizig und skrupellos. Im Senat der Hauptstadt Konstantinopel liefern sich ihre Vertreter einen ständigen Machtkampf mit dem Kaiser. Durch Intrige und Bürgerkrieg wechselte der Kaiserthron jahrhundertelang von einer Hand in die nächste. Erst unter Konstantin X. hat das Reich ein wenig Ruhe gefunden. Auch dank seiner schönen Gemahlin Eudokia, deren Klugheit weithin gepriesen wurde. Der Held unserer Geschichte ist fernab des kaiserlichen Hofes in Sofia aufgewachsen. Doch sein Aufstieg wird beispiellos sein. Noch ist er ebenso jung wie unerfahren. Und bis es mir vergönnt sein wird, ihn meinen Freund zu nennen,
muss noch viel Zeit vergehen. Sein Name lautet Leon Vasselios. Sein Vater hat sich auf den Schlachtfeldern des Ostens einen Namen als Feldherr gemacht. Und voll Eifer strebt Leon ihm nach. Gerade wurde der alte Krieger in die kaiserliche Leibgarde berufen. Vor der Abreise überträgt er seinem Sohn die Herrschaft über Sofia. Leon soll seine Heimatstadt weiter führen und gedeihen lassen. Zu diesem Zweck überreicht der Vater ein Buch mit den Lehren eines anderen weisen Anführers. Hier begegne ich dem jungen Mann zum ersten Mal, denn es ist mein Buch. Höre nun die Lehren des weisen Raheb. Deine Stadt ist jener Grund, auf dem dir Ruhm gedeiht. Und glücklich ist, wer einen Schatz in diesem Grunde findet. Erhältst du eine Stadt, sorge schnell für Arbeitsstätten. Zeig den Untertanen, dass ihre Stadt erblühen und nicht für einen Krieg herhalten soll. Also, unser Vater ist im Dienste vom Kaiser Konstantin und hat uns jetzt hier die Stadt übergeben und wir dürfen uns darum kümmern, die ein bisschen auszubauen. Und das ist auch, so wie es ausschaut, unser nächstes Ziel. Und einen weisen Berater haben wir auch an unserer Seite, der uns da die nächsten Aufgaben stellen wird und ein bisschen anleiten wird, wie man eine Stadt aufbaut, beziehungsweise vielleicht sogar später ein eigenes Reich gründet. Vor kurzem wurde in Sofia eine Erzader entdeckt. Um sie zu erschließen, füge die Ware Metalle als Produktion in der Stadt hinzu und gib einen Betrieb für diese Ware in Auftrag. Ja, das ist ganz interessant zu wissen. Bei Grand Ages Medieval läuft das Ganze so ab. Man hat hier 5 verschiedene Warentypen, die man produzieren kann. Die kann man mehr oder weniger beliebig wählen. Das heißt, ja, 4 sind schon gewählt, eben Holz, Ziegel, Getreide und Früchte. Und ich könnte jetzt einfach aus 5. Typ auch Wolle nehmen zum Beispiel und fertig und könnte jetzt hier den entsprechenden Schafzüchter produzieren. Ich kann das aber auch ändern, und zwar kann ich das immer dann ändern, wenn von der entsprechenden Ware keine Betriebe vorhanden sind. Das heißt, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wenn man sich von den Betrieben entsprechend wieder trennt, kann man das später ändern. Finde ich sehr gut gemacht. Und man kann natürlich auch weiterverarbeitende Betriebe bauen. Später, momentan sind die noch gesperrt und gewisse Waren kann man nicht herstellen, wenn die entsprechenden Ressourcen in der Gegend nicht verfügbar sind. Fische zum Beispiel gibt es nur am Meer. Kohle haben wir hier offensichtlich auch nicht. Für Wein ist die Gegend auch nicht geeignet und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wo eine Stadt ist oder wo man eine Stadt gründet, hat man unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Ja, und in dem Fall müssen wir natürlich auch ein Bergwerk dazu bauen. Das kostet uns 8000, 20 Holz, 40 Ziegel. Das ist momentan in der Stadt vorhanden. Das heißt, wenn wir das jetzt in Auftrag geben, wird das sofort gebaut, beziehungsweise wird sofort damit angefangen, dass das gebaut wird, hier am Fortschrittsbalken zu sehen. Vor neuen Arbeitsstätten. Dein Befehl wird erst Erfolge zeigen, wenn dein Markt die rechten Waren feilzubieten hat. Ist eine neue Arbeitsstadt errichtet, finden sich dort ganz von selbst all jene Untertanen ein, die bisher duldsam neuer Arbeit harrten. Bedenke wohl, wer arbeitet, der muss zu essen haben. Auch dafür lohnt sich's, neue Bauten zu befehlen. Also, einen Betrieb haben wir schon gebaut, 2 weitere sollen wir ja jetzt bauen und wie es da unten in den Tipps heißt, die Waren werden eben immer aus dem Markt der Stadt entnommen. Wenn die nicht vorhanden sind, dann wird nicht gebaut oder dann verzögert sich das Ganze. Die freien Arbeitskräfte, die werden automatisch eingestellt und die entstehen ja, wie wir vorher gesehen haben, nach und nach. Hier, ja, momentan haben wir +0 wöchentliche Änderung, aber eben die kommen aus dem Umland und 34 freie haben wir eh zurzeit zur Verfügung. Das heißt, da können wir den einen oder anderen Betrieb gleich damit ausstatten.
aber zwei zusätzliche sollen wir jetzt bauen. Und ja, da sehen wir jetzt eben in dem Fall, hier wird es zu wenig vorhanden. Wir können es trotzdem in Auftrag geben, das Ganze. Müssen wir allerdings warten, bis die entsprechenden Waren dann produziert werden. Aber zum Glück haben wir ja Holz und Ziegel hier in der Stadt. Das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit und wir können jetzt einfach vorspulen und drauf warten. Ich würde aber sagen, in dem Fall werden wir vielleicht hier unseren Händler nochmal begutachten. Eventuell können wir in Budapest ein bisschen was einkaufen. Da wird zum Beispiel Wolle produziert. Nehmen wir da mal was mit. Nicht so viel vielleicht, dass wir alles hier aufkaufen oder dass wir das meiste aufkaufen. Also man sollte immer ein bisschen darauf achten, dass man in der Stadt auch was lässt, damit der Ruf nicht sinkt. Und es ist natürlich auch günstiger, wenn man jetzt hier nicht alles aufkauft. Also der Durchschnittspreis entsprechend ein bisschen geringer. Und ja, ich würde sagen, viel ist es nicht, aber genug, um da mal wieder runter zu sausen. Oh, da sehe ich was. Dolmen. Schauen wir da auch mal vorbei, was das ist. Dann stellen wir zumindest mal auf einfache Geschwindigkeit. Und ja, eben vorspulen können wir ein bisschen auch. Über die Beliebtheit haben wir schon was gelernt. Ja, das könnte jetzt eben eine Zeit lang dauern. Kurz bevor deine Truppen das Ziel erreicht, stürmen Banditen auf sie zu und rufen: Wir waren zuerst da. Oh, da haben wir leider Pech gehabt. Da haben wir es jetzt mit Banditen zu tun, mit denen wir offensichtlich kämpfen müssen. Aber ich glaube, wir sind da zum Glück überlegen, hoffe ich zumindest mal. Da ist ein Schwertkämpfer unterwegs. Der könnte uns natürlich ein bisschen wehtun, aber ich hoffe, wir gewinnen das Ganze hier. Da können wir uns genauer anschauen. 2 gegen 1 ist in dem Fall ja auf unserer Seite das Ganze. Auch wenn unsere Speer jetzt vielleicht nicht die besten Kämpfer sind, hoffe ich mal, sie schaffen es. Oh, einer ist schon platt. Ah, der andere hat es zum Glück geschafft, also haben wir gewonnen. Ja, muss natürlich nicht unbedingt hier was Negatives rauskommen, beziehungsweise offensichtlich, nachdem wir jetzt gewonnen haben, können wir die Dolmen nochmal begutachten. Es dauert nicht lange, bis einer deiner Männer ein Warenversteck findet. Die Waren werden sofort nach Sofia gebracht und am Markt verkauft. Ah, eine Menge Kohle haben wir gefunden. Erlös 14.000. Nicht schlecht. Der Speer ist jetzt allerdings angeschlagen. Den werden wir jetzt da zurückschicken, um ein bisschen aufzurüsten. Werden wir in dem Fall verstärken. Da haben wir jetzt eben 6 von 10 Truppengröße. Müssen wir schauen, dass wir wieder auf 10 raufkommen, bevor wir die wieder losschicken. Der Händler ist auch da. Und ah ja, unser erster Betrieb wurde fertiggestellt. Beziehungsweise alle 3 in dem Falle, so wie es ausschaut. Ah, fast einer fehlt noch. Die Arbeiter müssen wir allerdings noch einstellen. Das aber, wie gesagt, geht eh von selbst. Dann werden wir hier unsere Waren verkaufen. Schauen wir mal, ob wir da halbwegs einen Gewinn machen. Ich hoffe mal. Was haben wir denn mit? Wolle haben wir mit. Das schaut gut aus. Und auch Felle sind hier gefragt. Ein kleines Plus hat er durchaus rausgeschaut. Dann würde ich sagen, warten wir mal, bis hier das nächste Bergwerk fertig ist. Das ist der Fall. Dann müssen wir noch warten, bis die entsprechenden Arbeiter eingestellt sind. Und dann wäre die Aufgabe erledigt. Die Freude über Leons Erfolge sind nur von kurzer Dauer. Ein kaiserlicher Kurier überbringt die schreckliche Botschaft. Mörder, gedrungen von einem Unbekannten, überraschten den Kaiser in seinen Gemächern. Die Leibgardisten fochten tapfer, doch das Gift auf den Waffen der Attentäter war zu stark. Der Kaiser ist gefallen und mit ihm Leons Vater. Auf Leons Schultern liegt nun große Verantwortung. Als neues Oberhaupt des Adelshauses Vassellios ist es selbstverständlich, dass er zum Begräbnis nach Konstantinopel reist. Seine Familie hat dem Kaiserhaus seit Generationen nahegestanden. Doch nach der Zeremonie soll die eigensinnige Eudokia den Thron besteigen. Und niemand weiß, was sich daraus entwickeln wird. Leon Vassellius, mein tief empfundenes Beileid zum Verlust eures Vaters. Er hat meinem Gemahl immer treu gedient. Darum soll eure Familie auch unter meiner Herrschaft nicht vergessen sein. Leider dürft ihr euch keine lange Zeit der Trauer erlauben,
Eure Anwesenheit bei meiner Krönung ist politisch von großer Bedeutung. Habt Dank für eure Unterstützung in diesen Tagen des Umbruchs. Eudokia. Ja, da überschlagen sich jetzt die Ereignisse. Der Kai ist einem Attentat zum Opfer gefallen. Unser Vater ist auch nicht mehr. Und ja, wir sind jetzt Familienoberhaupt. Wir müssen uns nicht nur alleine um Sophia kümmern, sondern noch dazu der Kaiserwitwe Eudokia die Ehre erweisen und zu ihrer Krönung nach Konstantinopel kommen. Und wir sollen auch ein Geschenk mitbringen, so wie es ausschaut. 120 Fassfrüchte müssen wir da als Gastgeschenk mitnehmen. Und ja, die aktuelle Aufgabe in dem Fall einfach warten, bis das bei uns zur Verfügung steht. Würde aber sagen, ist ein guter Moment, um eine Pause zu machen. Ich jedenfalls freue mich drauf, weiterzuspielen. Ich hoffe, euch geht's da gleich. Lasst mir noch ein paar Kommentare da. Habt da immer gerne ein bisschen so ein Gefühl und eine Orientierung dafür, wie gut das Ganze ankommt, wie oft ihr das im Programm haben wollt. Und momentan haben wir ja doch sehr viele Let's Plays am Start. Das heißt, da muss ich gut entscheiden, was ich da priorisiere, vor allem, wenn die nächsten Wochen zeitlich ein bisschen begrenzt sind und ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weniger ums Let's Play kümmern kann. Aber Grand Ages Medieval, zumindest wenn es nach mir geht, priorisiere ich da gern ein bisschen. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.